Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Rift. Ja, ich bin... Oh, das läuft. Okay, also wir haben alle Tiere, wir haben alles abgesucht. Wir sind mit der Caravan Town fertig. Ich habe auch das Achievement dafür bekommen. Und ich habe nochmal geschaut wegen irgendwelchen Kisten nochmal. Ich habe keine weitere gefunden. Das Gerät schweigt, seit wir die zweite gefunden hatten beim Bürgermeister, und dann ist es das. Gut, ich würde jetzt gerne nochmal 4 Stück davon oben reinwerfen. Ich nehme mal das Holz mit. Des Weiteren würde ich uns gerne rausmanövrieren. Das heißt, wir nehmen Kurs auf und das machen wir auch gleich. So, einmal hierher. So. Und... das hängen wir mal irgendwo noch hier auf. Wo haben wir Platz? Nirgends. Na, warte mal. Haben wir das schon? Entsafter rote Melone? Haben wir schon. Entsafter einfacher Smoothie. Haben wir auch schon. Erdbeer-Colada, Erdbeer-Colada. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man das doppelt dran macht. Ups. Upsala. So, warte mal. Wir nehmen jetzt mal alle hier weg. So, da sehen wir nämlich, was wir hier doppelt haben. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn wir das hier übereinander machen. Ne, das funktioniert leider nicht. Schade. Dann würde ich es nochmal wegnehmen wollen. So. Ups, irgendwas zuckt hier. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ob man die dann nochmal braucht. Sollte es so sein, können wir die ja gerne dann nochmal rausholen. Aber ansonsten lasse ich die erstmal hier. Und dann ist es das. Wunderbare Sache. Gut, okay. Dann jetzt hier geht es los. Wir müssen die Motoren auf rückwärts stellen. Und auch hier. Na, jetzt. Okay. Dann einmal Gas geben. Einmal Anker raus. Ja, und ich glaube, das funktioniert. Okay. Wir kommen raus. Sehr schön. Das heißt, wir nehmen so langsam Kurs wieder auf unser neues Ziel. Und in der Zwischenzeit werde ich natürlich hier wieder weiter ausbauen. Das, wie gesagt, gefällt mir nicht. Ich habe überlegt, ob ich hier eine andere Lösung finde, und die Lösung wäre, dass wir hier einfach eine Spitze nach vorn machen. Dann könnten wir die Steuereinheit hier drauf bauen, und wir könnten hier hinten auch noch eine Spitze nach hinten machen. Dann könnten wir den Anker weiter hinter versetzen, und naja, aber das ist nur so eine grobe Idee. Hier vorne würde es auf alle Fälle, glaube ich, Sinn machen. Müsste man einfach mal schauen, ne? So, habe ich denn noch Holz? Habe ich nicht. Oh ja, habe ich am Inventar. So, wir schauen mal, was der hier sagt. Mal 3 Stück reingetan. So. Naja, sammelt sich doch schon wieder was an. Gut. Dann gehen wir mal zu unserem Navigationspunkt. Halt, da müssen wir hier lang. Können wir übrigens mal aufmachen. Sehr schön. Und jetzt schauen wir mal ins Büchlein rein. 7198. 71 Ne, das war falsch. Da müssen wir nochmal reinschauen. 7198, sowas. So. Nee, halt. 7198. Wunderbare Sache. Das liegt hinter uns. Das ist ja genial. Da würde ich mal sagen, ich brauche erstmal Vortrieb. So. So, dann sammeln wir nochmal ein hier. Dass uns der Treibstoff nicht ausgeht. Okay, und dann geht's hoch.
Wunderbar. Also einmal drehen das Ganze. Naja, ungefähr da die Richtung, ne? Wie sieht's aus? Direkt voraus. Läuft. So, lassen wir es mal laufen. Nehmen wir mal noch den Wind dazu. Unser Wind ist weg. Der Wind ist hier oben. Okay. Okay, der war schon an. Sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, ich schlafe mal die Nacht weg, dass wir was sehen. Und dann können wir was trinken und was essen. So, wunderbar. Okay. Sehr gut. Dann einmal hier rüber zu unserem Fass. Das haben wir schon. Ist doch sehr schön. Wo ist er denn? Hier. Einmal schnippi schnappi. Und einmal trinken. Na, wo willst denn du hin? So, und einmal einlagern. Das ist so eine kleine Notreserve, wenn wir wirklich mal nichts zu trinken haben. Glaube ich, ist das eine feine Sache. Ups. Schön. Da drüben ist eine kleine Insel. Ach ja. Ich lasse den mal austuckern. Wenn die Motoren leer sind, sind sie leer. Rein theoretisch, wie gesagt, mag ich es eigentlich, die Flosse abzusuchen. Aber egal. Gut. Ne, das bringt alles nichts. Schade. Ja, dann kann ich mal... Oh, wir haben wirklich keinen Platz mehr, ne? Ist heftig. Und da sind das schon große Kisten, ne? Na egal, dann tun wir das hier mit rüber. Wo ist er? Hier. Das kommt hier oben rein. Und das kommt hier unten rein. Sehr gut. Okay, ja, jetzt geht es weiter hier an den Ausbau. Wie gesagt, wir haben uns ja ein bisschen vertan hier. Aber ja, das ist nicht wirklich so schlimm. Tür zu. Ich muss mal gucken. Diese Seite hier hinten ist es, ne? Diese haben wir, glaube ich, länger gemacht. Nee, die ist in Ordnung. Welche hat man denn länger gemacht? Gar keine. Haben wir das schon ausgebügelt? Okay, dann ist das ja nicht schlecht. Läuft. Okay. Wie viel hat er denn noch drinne hier? Krass. Ja, das werde ich mal jetzt ausmachen, ne? Nicht, dass es dann gleich wieder losgeht. Unser Fass, wo ist es hin? Es ist schon vorbei. So, damit wird er auch aus. Sehr gut. Dann kann man das hier wegnehmen. So. Okidoki. Dann können wir treiben lassen. Und wir können gerne nochmal kontrollieren, ob wir auf kurz sind. Das passt soweit. Hat uns ja ein bisschen was gebracht. Mhm. Ja, und lassen wir uns gemütlich treiben, okay? Machen wir keinen Stress, keine Panik. Alles ganz chillig. So, das können wir mal zurücktun. Und die kommen hier in die Kochabteilung. Ja, Barbecue könnte man machen. Das haben wir bestimmt da. Aber erst nach getaner Arbeit. So, jetzt geht's los hier. Also.
Ich brauche hier oben auf alle Fälle Fläche. Das heißt, wir müssen mal schauen, wo hier noch was geht. Na? Denn hier müssen wir nämlich, glaube ich, jetzt die Streben einziehen. Mhm. So. Ja, ich habe das hier mit solchen Notlösungen gemacht, aber im Endeffekt, naja. Naja. So, wir schauen mal. Ich brauche die und dann nehme ich diese hier. Weil ich keine Nägel habe. Das ist schlecht. Haben wir irgendwas, wo wir Nägel brauchen? Gibt es hier nichts, wo wir Nägel brauchen? Das ist ja der Hammer. Dann machen wir es halt so. Ja, ich sehe es. Gut. Gehen wir mal in die Schatzkiste. So. Gut, dann machen wir doch was zu essen. Ich brauche einen Steak, das haben wir nicht. Einen rohen Fisch habe ich auch nicht. Sushi könnte man machen. Wollen wir mal ein Sushi machen? Ich erkenne bloß die Fischis nicht ganz. Auf alle Fälle brauche ich davon eins. Ich brauche ein Überraschungsei. Einen davon. Und den anderen haben wir, glaube ich, nicht, oder? Soll das der sein? Ja, das sieht so aus, ne? Oder ist das der hier? Ich glaube, es ist eher der. Und der ist aber eigentlich wertvoll, ne? Na gut. Na gut. So. Ich hole erstmal ein bisschen Holz noch. Da haben wir noch was. Was war denn da drin? Das sah ganz so komisch aus. Okay. So, okay, dann würde ich sagen, ich tu mal. So, das haben wir. Wie hatte ich denn das letzte Mal gemacht? Das war ja wieder. So, ich müsste das, glaube ich, so hier hin tun, ne? So. Und was hat man noch? Das hier. So, ich muss mal gucken. Das und das und das. Ich glaube, das stimmt, ne? Ja, dann mach mal rein hier. Gekochte Sushi hatte ich auch noch nicht. Dann ist das so. So, schöne Sache auf jeden Fall. Gut. Nägel haben wir jetzt. Ja. Sehr gut. So, dann wechseln wir mal die Platten. Und da hört das Holz auf. Kein Problem. Schöne Sache.
Die würde ich ja fast mal ansteuern. Mal zwischendurch. Tja, weiß nicht genau, ob es funktioniert. Werden wir gleich wissen. Ich muss wahrscheinlich mal hier noch was reintun. Na mal schauen, was das für eine Insel ist, ob das sich gelohnt hat, hier anzuhalten. Wir werden es erfahren. So. Schwuppdiwupps. Gut, so, ich trinke was. Ich trinke noch was. Können wir das nämlich hier wieder auffüllen? Und dann würde ich sagen, ich gehe mal an Land. Wo ist er? Nirgends. Gut. Ja, ich glaube, die hat man schon so in der Art, ne? Und ich habe keine, boah, ich habe keine Axt dabei. Warum denn nicht? Warum denn nicht? So. Okay, der ist ziemlich weit weg, das passt. Ja, das ist auch nicht die gesuchte Insel. Oh wow. Krass. Aber wir kriegen Nachschub. Und wenn es nur Holz ist. Bisschen Ananas, bisschen Melone, ein paar Kokosnüsse. Alles gut. So. Wunderbar. Sehr gut. Das war Holz und Schrott. Nicht schlecht. Gut, springen wir hier rein. Das sollte passen. Okay, dann geht's weiter. Einmal den Anker raus. Einmal Rückwärtsgang rein. So, fahren wir erstmal an der Insel vorbei. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal drauf. Bisschen rechts müssen wir uns halten, kein Problem.
Passt perfekt. Wie lange haben wir denn noch? 780 Meter. Ja, wenn wir ein bisschen mit Treibstoff arbeiten, könnten wir zum Morgengrauen da sein, ne? Könnten wir. Oh, warte mal, das ist noch an. Das ist nicht das, was ich will, ne? So, es läuft, okay. Gut. Fülle ich den auch nochmal voll. Und dann lassen wir uns treiben. Ja. Wie gesagt, wir wollen ja gemütlich ankommen. Ich will auch noch ein bisschen bauen zwischendurch. Und muss aber noch was für die Tiere fertig machen. Schöne Sache. Auf jeden Fall. Funktioniert. Und so wie ich mir das vorstelle, nimmt es auch langsam Formen an. Das ist eigentlich noch viel schöner. Ja, und da fehlt uns. Es fehlt eben das Holz, ne? Es fehlt wirklich das Holz. Oh, da drüben ist auch eine Insel. Oh, das ist eine flache. Das ist eine flache Insel. Tja, ich weiß eben nicht, ob sich das lohnt. So, ich sammle die jetzt mal alle ein hier. Und dann ist es das erstmal. So. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich so viele brauche. Deswegen sage ich mal Schiff Ahoi. Das werden wir mal essen. Das können wir essen. Das können wir vielleicht auch mal essen. So. Ja, also das mit dem Abgang hier hinten, das ist eigentlich ganz schick und das ist auch voll in Ordnung. Also das macht schon Spaß. Da kommt man direkt zum Maschinenraum hinter. Das ist eigentlich keine schlechte Sache. So wie ich mir das überlegt hatte, finde ich zumindest. Und ich muss ja auch damit arbeiten. Also. Gut. Wir schauen mal, ob ich jetzt noch was machen kann hier. Ansonsten können wir uns eigentlich auch erstmal hinlegen. Und den nächsten Tag abwarten. So. Warte mal, die wollte ich doch eigentlich, glaube ich, über den Jordan schicken. Habe ich das nicht gemacht? Können wir zumachen. Da haben wir schon was. Sehr gut. Schade. Okay. Ja, gemütlich. Oh, oh, es ist schon da. Oh Mann, wir sind schon da. Viel zu früh. Am Morgengrauen haben wir es erreicht. So wie geplant, aber ich wollte es doch eigentlich gar nicht. Naja, was willst du machen? Ich wollte doch noch ein bisschen bauen für die Tierchen. Ja, es ist direkt voraus, ne? Die Kuppel. Die gläserne Kuppel. Ich bin gespannt, was uns da wieder erwartet.
Also ehrlich gesagt fand ich Caravan Town zwar so okay, aber ja. Treibt es uns da weg, wenn wir das wegnehmen? Meter. So, das haben wir zu. Das ist sehr gut. Dann haben wir oben zumindest schon erstmal die Fläche frei. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich brauche... Kriege ich das? Ja, kriege ich. Boing. Auch nicht schlecht. So, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ein bisschen dort. Ja, die sind ein bisschen leer hier, aber gut. Was willst du machen, ja. Ja. Schön. Und langsam schwemmt es uns hier ran. Ja, da sind sogar Hochhäuser drin. Wow. Schön. Okay, schauen wir mal. Ich brauche also jetzt für die Tiere. Ich brauche wieder ein bisschen Wiese. Das heißt, wir brauchen Schmutz. Oh, viel Holz und Kunststoff. Viel Holz, Schmutz. Und Kunststoff. So, wir werden gleich aufschlagen. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Das ist das Problem gerade. Dangura Emergency. Das wird nicht der richtige sein. Das könnte vielleicht der Ausgang sein. Müssen wir wohl mal ein Triebwerk anmachen. Soll man hier rein? Ich glaube nicht, ne? Oder? Warte mal. Das sieht ja fast so aus. Der Hai schwänzelt hier rum. Und schon ist wieder unsere Holzsträhne unterbrochen. Wir waren viel zu schnell da. Ach Mann. Gut. Ich nehme mal hier das zu trinken. Kümmere mich mal um die Kleinen hier oben. Und ich glaube... Wir haben kein... Wir müssen die Batterie tauschen. Dum, 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 dum. Wo ist er? Hier. Seid ihr alle da? Sehr gut. Okay, Batterie ist wirklich alle. Echter Hammer. So.
Ich esse jetzt mal so ein paar Eier hier, ist ja kein Problem, ne? Wir haben ja genug. Sag mal, was hast du aber drin? Du kannst mal ein bisschen sprinkeln, oder? Hast du schon? Okay. Wie gesagt, Tiere sterben nicht mehr, aber... Oh, wir brauchen so ein Kochgeschirr. Jupp. Einmal Sushi. Schön. Kommt das erstmal gleich. Wow. Das hat keinen schlechten Eindruck gemacht. Und das auch nicht. Wie ist das eigentlich, wenn ich noch eins trinke? Wir testen das mal. Ja, okay. Der füllt das ganz schön auf, kann das sein? Na gut. So, ich tue noch mal ein bisschen Holz hier rausnehmen, weil ich jetzt hier oben trotzdem noch mal schauen will, wie wir es ungefähr machen. Also wir ziehen das wieder bis zum Rand. Das Segel kommt erstmal weg, definitiv. Das kommt, keine Ahnung, wo es hinkommt. Das lassen wir erstmal vielleicht hier. So, wunderbar. Irgendwie ist es verkehrt rum. So. Okay. Es sollte passen. Jawohl. Gut. Okay. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Wir werden uns mal hier reinmogeln. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Wir sind erstmal angekommen. Und ich werde jetzt mal schauen, wie ich das mit den Tieren mache. Wir haben kein Holz, wir haben gar nichts mehr. Das heißt, ich werde das jetzt alles zurücktun und ich werde uns ausgefallen machen, dass wir in der nächsten Folge auf die Insel können. Und dann ist es das erstmal für den Ausflug hier. Genau. So, das kommt dahin. Eine Batterie habe ich noch. Wahnsinn. Und Schrott haben wir hier. Wo habe ich denn die her? Okay. Haben wir noch eine halbvolle? Ja, dann ist das so. Und hier kann ich nichts mehr. Ist aber kein Problem. So. Okay. Dann würde ich das noch so machen und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Auf bald.